Interessant. Was ist denn hier schon wieder? Die Reben sind wirklich dornig. Ich sollte ein paar Handschuhe finden. Ich habe Klebeband. Ich habe den. Warte, ich habe den Vogel. Ich habe was, eine Garnele? Nein, ich habe den Skorpionstachel. Was ist das denn? Scharfe Figur. Mit der scharfen Figur schneide ich ein scharfes Messer frei. Und hey, Sicherungen. Kann ich mit dem scharfen Messer diesen Ast durchschneiden? Nein, kann ich nicht. Kann ich mit dem scharfen Messer hier was durchschneiden? Nein, ich brauche Handschuhe. Brauche eine CD. Warte mal, ich muss mal die Sicherung hier einsetzen. Deaktiviere die Falle. So, gib mir jetzt das hier. Darf ich jetzt zu meiner Tante ins Haus? Das wäre mir sehr recht. You're too late. She already told me where the photo is. I'll release my master, and neither of you can stop me. Let's see how you handle this. Dean is in danger. I need to stop the mummy to save her. Also so wie ich das sehe, ist die Mumie nicht wirklich gefährlich, weil die ja gerade so schön hier oben im Ventilator festhängt. Ja, ich würde gerade sagen, kann ich nicht einfach den Ventilator einschalten? Moment, erstmal den Föhn, ne? Eine schwere Tür unter das Rad rührt sie sich nicht. Warte, ich habe einen Föhn. Ich habe keinen Ventilator und keinen Anknopf, ne? Also, Mumie ist ja gerade beschäftigt. Mein Schatz, ich weiß dein Geschenk wirklich zu schätzen, aber ich fürchte, ich bin zu alt für ein Skateboard. Bitte nimm es zurück und hab Spaß, Dana. Warum weigert sich Dana, Skateboard zu fahren? Sie ist sehr fit. Ja, aber man muss nicht alles machen. Das Raten des Codes wird ewig dauern. Ich kann Dana fragen, die hockt hier neben mir. Zwar mit ihrem komischen Halsband da drum. Aufschneiden. Meerjungfrauen tauchen normalerweise nachts am Ufer von Flüssen und Seen auf. Sie sehen aus wie schöne Frauen, die junge Männer anlocken und ertränken. Sie ertrinken Männer nicht, sie ertränken sie. Ja, Schönheit kann täuschen. Ich muss alles entfernen, bevor ich mich verletze. Ja, warte. Ventilator. Kann ich den jetzt schon wieder zumachen? Ich brauche noch meinen An-Ausschalter. Kaputtes Skateboard. Was? Ich brauche die Schrauben und ich brauche Räder. Was habe ich denn da jetzt? Wagenheberfragmente, Klebeband. Ich habe eine Bürste. Kann ich mit der Bürste hier rumbürsten? Ja. Okay. Ein Stück ist abgebrochen. Ja, später. Warte mal, Skateboard reparieren. Kann ich mit dem Skateboard nicht einfach die Mumie platt schlagen? Ja, nimm es. Ich habe jetzt ein Skateboard. Kann ich da eins über den Schädel ziehen damit? Nein, natürlich nicht. Du musst den Deckenventilator irgendwie anschalten. Ich habe ein Skateboard, kann ich das da drunter stellen? Natürlich gehe ich ja erst in die Küche, die Tante kann warten. Was macht denn bitte der Waschbär hier drin? Was willst du hier? Ich soll den irgendwie verscheuchen. Ich piekse ihn mit der Gabel. Nee, besser nicht, dann wird er noch wütender. Bitte keine Tiere mit Gabeln pieksen. Was ist denn das bitte für ein komisches Waschbecken mit einer Sonderabdeckung, die... Was? Ich habe den Strom für etwas repariert. Was? Was ist denn das hier? Abflüsse vom Küchenspülen verstopfen leicht, aber Essig wird die ganze Sache wieder auflösen können. Meine Tante war wohl nicht besonders bereitwillig hier abzuspülen, deshalb sieht es hier auch aus wie Sau. Ich hab eine Gabel. Hier, nimm die Gabel zum Abwaschen. Kaputte Fernbedienung. Also ich brauche den runden Knopf, ich brauche hier was, ich brauche da was. Alter. Hier ist doch alles kaputt bei denen.
Das Wasser ist noch heiß. Ich brauche noch etwas, um heißen Tee zuzubereiten. Das nennt sich im Übrigen Bodum. Das habe ich hier auch. Nur, dass meins, dass meiner zum Runterdrücken aus Metall ist. Das ist Edelstahl. Farbe verschüttet. Die verschüttet hier Farbe und stellt erstmal die Tasse und ihren Bodum da drauf. Alraunensaft. Ich brauche nicht viel. Ja, tut mir leid, ich habe hier nichts. Ich, kann ich mit dem Föhn, der nicht funktioniert, das hier abtauen? Boah, bitte sag mal, dass in der Tasche irgendwas Brauchbares ist. Liebe Dana, das ist ein Geschenk zu deinem Geburtstag von deinen liebenden Verwandten. Emily. Ich weiß, dass es sich nicht gehört, aber ich möchte unbedingt sehen, was da drin ist. Ich habe auch keine anderen Probleme, ne? Hey, da ist was Brauchbares drin. Ich kann einen Föhn reparieren, weil sie gewusst hat, dass Tante Dana ein Föhnfragment fehlt. Gib mir diesen Föhn, lass mich dieses Eis auftauen. Wie kalt muss es im Übrigen in dieser Küche sein, dass dieses Eis nicht schmilzt, ne? Wie lange war die Frau nicht mehr am Kühlschrank? Dekoration, alter Schwede. Das erste richtige Wimmelbild. Bohnen, Muffin, Käse, Ei, Gabel. Ich habe Schokolade, ich habe Brokkoli, ich habe Milch, ich habe einen Muffin. Ich habe einen Dosenöffner und eine Dose, die ich nicht öffnen muss. Dann brauche ich was anderes. Zitronenscheibe, ein Ei. Brauche nur ein Stück. Ich habe ein Messer. Ich kann den Dosenöffner nicht für das Ding da nehmen. Eis, Salami. Eis. Birne, Erbsen. Die hatten echt vollen Kühlschrank. Der ist voller als meiner. Und vor allen Dingen ist meiner nicht so zugeeist. Käse. Käse habe ich vorhin gesehen. Ein einzelnes Ei. Ich kann hier Eisfiguren herstellen, wenn ich es mit Wasser befülle. Okay. Die Wasserflasche, die ja auch dringend in den Kühlschrank gehört. Gut, im Sommer ist das okay, im Winter ist das fraglich. Ei, Birne, Erbsen. Bohnen. Da sind die Bohnen. Ei. Warte, Erbsen. Vielleicht noch die dumme Birne. Ananas, Banane, das, also diese komischen Sticks hier, ne? Das sieht aus wie so Brotstangen, die gehören da definitiv nicht rein. Joghurtbecher, Joghurtbecher neben dem Huhn. Ein Hummer direkt neben der Sahnetorte und dem offenen Stück Butter. Wo ist die komische Birne? Oh, da musste ich mal kurz lesen. Sekunde. Ah. Wo ist die Kackbirne? Gib mir die Birne. Was? Ach, du Schande. Ja, stell einfach. Alle Felder mit dem Pfeil zum Ausgang. Ach. Also, ich muss mit dem hier da landen, ne? Das heißt, mit dem muss ich dahin. Eines dahin. Dann dort. Wie komme ich auf diesen? So rum. Komme ich dahin? Dahin. Komme ich auf diesen? Dort. Komme ich dahin? Einmal so. Wie komme ich zu dem? Einmal da. Komme ich zu diesem? Einmal hier. So Schande. Ich probiere es jetzt mal aus. Zwei. Eins, zwei, drei. 4, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Beinahe, beinahe, beinahe. Warte mal. Ich bin irgendwie auf den hier vorhin gekommen. Ich muss hier anfangen. Ich habe Essig gefunden. Wow. Damit kann ich das Waschbecken hier reinigen und den Waschbär vergiften.
Toll. Farbroller, du bist immer noch da. Ich will die Farbe oder die Farbe aufsaugen? Ich kann sie noch besser verteilen, also. Farbe. Jetzt habe ich Farbe an meinem komischen Pinsel hier. Meiner Farbrolle. Was färbe ich damit jetzt? Mal ich dich an. Kurz verraten dauert ewig. Keine Ahnung. Mal ich hier irgendwas an? Hier brauche ich die CD. Hätten wir nicht fertig. Was bräuchte ich hier? Ein Nupsel. Ersatznupsel. Kann ich das mit der Gabel aufrandalieren? Was für den kaputten Knopf? Ich hab nichts. Ich hab einen Kochhandschuh. Warte mal. Den Handschuh, den kann ich hierfür benutzen. Was ist denn das für eine komische Prop, die hier liegt? Vampirismus Erste Hilfe. Wende einen Druckverband an, um zu verhindern, dass sich das Gift ausbreitet. Ich muss einen starken Verband finden. Das ist nur eine Prop, die ist nicht echt. Das ist keine abgehackte Hand von einem echten Lebewesen. Och, alter Schwede, ja gut, gib mir den komischen Flügel für die Deko in der Küche. Ich brauche 1 Milliarde Jahre, um mir irgendwie eigentlich das Hauptziel zu erreichen. Oh wow, Kaffee. Pfeffer. Und eine Kurve. Was ist das für eine komische Pfeffermühle hier? Was habe ich denn da jetzt schon wieder? Fernbedienungsfragment. Aber ich habe Teile für den Wagenheber. Und einen Zettel. Man sollte immer eine Falle dabei haben, um Monster zu besiegen und eine Taschenlampe, um Vampire abzuschrecken. Natürlich, weil die ja auch Angst vor Fake-Licht haben. Sie ist so erfahren und weise. Ja, weil eine Taschenlampe ja auch so Angst macht, ne? Och, was sind das jetzt schon wieder? Ich wollte schon immer Tänzerin werden. Ich habe Tanzkurse besucht und viel trainiert. Jetzt ist mein Körper sehr stark. Das wird mir helfen, schnell zu laufen, während ich nach Monstern jage. Dana! So viele Familiengeheimnisse werden gelüftet. Ja, unglaublich. Ich würde aber gerne noch das Foto sehen. Eine der vielversprechenden Tänzerinnen gab bekannt, dass sie die Bühne verlässt. Sie fügte spielerisch hinzu, dass ihr Herz jetzt der Gartenarbeit gehört. Und wann war denn das? Wes Craven, habt ihr das gerade gesehen? John Carpenter und Wes Craven standen da oben im Titel. Sie war eine der Besten. Sie fand Glück in Dingen, die wichtiger waren als Ruhm. Radiergummi mit einer Gartenschaufel. Warte mal, wo musste ich denn nochmal schaufeln? Ach, der Adler, das Adler-Emblem fehlt ja auch noch hier. Eine CD, warte. Ich habe eine CD, die hierfür gedacht ist. I've been gathering information about the Harlequin doll Harvey for a long time. He looks normal, but provokes strange events. He was found in the attic of an old abandoned mansion several decades ago. Over time, the doll had many different owners. Harvey brought misfortune to each of them. My goal is to find Harvey and destroy him. No one knows exactly where he is now, but rumor has it that the doll was sold in Virginia for a hefty price. Dana hatte keine Ahnung, in welcher Gefahr sie war. Doch, hatte sie. Sie wusste ja, dass Harvey böse ist. Ich will mal Harley sagen. Harvey böse ist. Ach ja, die Batterien. Ich habe ein Radiergummi. Was muss ich denn mit dem Radiergummi nochmal ausradieren? Also ich bin hier wohl schon richtig. Ist hier noch was, was ich übersehen habe? Ich brauche hier den Verband. Hier brauche ich dieses Durchschneiden. Mit meiner Gabel. Oh, das war jetzt Zufall. Ein Ersatz für den Knopf. Der Radiergummi?
Okay. Tröte. Was tröte ich denn damit jetzt voll? Okay, warte, der Deckenventilator wird mit der Fernbedienung bedient. Interessant. Haben die mal plötzlich diese Sache hier? Nimm das! Pfeile! Rasiere die Mumie, ja. Oh, das war tatsächlich auch keine Absicht. Pfeile. Farbe, Gabel, Tröte. Ja. Tröte. Ich tröte den Waschbären voll. Papier. Holzgriff. Da fehlt der Nob, ne? Das ist doch. Holzgriff gehört da nicht daran? Ich hab jetzt noch die scheiß Gabel. Komme ich auch noch nichts ran? Papier. Sie könnte mir doch einfach auch den Code sagen. Ein Stück ist abgebrochen. Aha. Ja, ich habe Farbe, ich habe eine Feile, ich habe einen Holzgriff, ich habe Papier und ich habe eine Gabel. Was? Ach, dahinter ist jetzt was Neues. Wende die Fernbedienung. Jetzt geht es richtig los. Ja, jetzt geht es richtig los. Die Nägel kann ich ganz leicht herausziehen mit meiner Gabel. Eine Säge, um dies zu öffnen. Eine kaputte Kurbel. Ich muss. Ja, ihr mich auch alle. Alles kaputt, alles zerlegt. Komm, schmeiß die Leute da rein. Dieses Dingens da. Die Tasche bricht sich ja auch wieder. Manchmal müssen sich sogar Monsterjäger auf Alchemie verlassen. Deine, interessant. Sie ist doch eine Alchemistin. Warte, ich hab ein Band, um diesen Fake-Arm abzubinden. Meine Kurbel reparieren. Kamillentee. Ich muss ihr Kamillentee zur Beruhigung machen. Flasche mit Rezept. Monsterjäger, Ammoniak. Kamillentee, Meerjungfrauflosse, schwarze Pfeffer, Alraunenextrakt. Ammoniak, jaha. Ich hab nichts davon fertig vorbereitet. Ich habe meine Pfeile. Kann ich das durchfeilen? Nee, hätte mich auch gewundert.